Hey Leute, Teil Nummer 2 meines SMS-Spielchens, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ich habe mir ein Handy besorgt, ich habe mir eine Prepaid-Karte besorgt, ich habe diese Prepaid-Karte mit 15 Euro aufgeladen und habe angefangen, alten Schulkameraden zu schreiben, SMS zu schreiben. Das Besondere daran, ich habe mich nicht als Puschen ausgegeben, sondern ich war Niki. Die liebe Niki. So, und diesmal ist mir der liebe, nennen wir ihn mal Philipp, auf den Leim gegangen. Und zwar, ich habe angefangen, ich habe das natürlich alles schön säuberlich hier protokolliert, jede SMS abgetippt. Und los ging's mit: Na Großer, lange ist es her, hoffe du kennst mich noch, Küsschen, Niki. Das hat auch gar nicht lange gedauert, da kam von Philipp schon zurück: Hilf mir auf die Sprünge. Niki schrieb: Oh, war damals, als du noch deine Maschine hattest, Punkt, Punkt, Punkt. Dann Philipp: Musst mir schon mehr verraten. So, an dieser Stelle habe ich dann erstmal, ich glaube, so 6, 7, 8, 9, 10 Minuten Pause gemacht und habe gedacht, lassen wir ihn mal kurz zappeln. Hat auch funktioniert, er war nämlich der Nächste, er hat schon wieder direkt auf seine SMS, also er hat schon wieder eine SMS geschickt. Woher kennen wir uns? Waren wir zusammen? Was haben wir zusammen gemacht und so weiter? Das mit meiner Rennmaschine ist schon mindestens 4 Jahre her. So, und habe ich geschrieben: Du bist auf jeden Fall noch zur Abendschule gegangen. Also der liebe Philipp und ich, wir sind zusammen zur Abendschule gegangen. Das muss man als kleine Fußnote noch hinzufügen. So, dann hat der liebe Philipp geschrieben: Okay. Also das war die Situation, wo ich das erste Mal wirklich lachen musste. Er schrieb nämlich: Okay. Und was haben wir miteinander gemacht? Tja, SMS von Philipp. Die lese ich gleich vor, wenn ich hier mit durch bin. So, was haben wir miteinander gemacht? Da habe ich erstmal gar nichts mehr geschrieben. Ich glaube, 10, 15 Minuten habe ich mir gesagt, lassen wir ihn zappeln. Hat wieder funktioniert. Die nächste SMS kam wieder von ihm. Hast du Facebook? Wenn ja, sag mal, wie du da heißt. Da bin ich nicht drauf eingegangen. Ich habe gesagt, ich saß neben Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe natürlich einen Namen in die SMS geschrieben, aber den möchte ich hier jetzt nicht nennen. Ich saß neben Punkt, Punkt, Punkt. So, jetzt hätte er eigentlich drauf kommen können, wer ich bin, wer ihm da schreibt, wer ihm da versucht, was, ne? So, dann hat der liebe Philipp geschrieben: Oh, das ist ja schon lange her. Hast du rote Haare oder bist du die Polin? So ist er halt, so war er halt, so ist er immer noch, ne? Und dann habe ich geschrieben: Eigentlich bin ich der, der die ganzen Videos gemacht hat. So, Pause, ich weiß nicht. Dann, nach einigen Minuten kam er von ihm nur: Haha. Also, ne, haha. Dann habe ich gesagt: Gut, schreiben wir was? Nein, ich warte noch. Und dann kam von ihm schon wieder eine SMS: Pushen. Dann habe ich einfach nur ein Smiley zurückgeschickt. So, und jetzt sind wir dabei, wir sind live drauf. Philipp schreibt: Du Schlawiner, alles klar. So, okay, damit haben wir gelacht und wir sind auch schon am Ende des zweiten Tapes. Wie es weitergeht, erfahrt ihr, ich denke mal, einen Tag später, vielleicht morgen, wenn sich was Lustiges ergibt. Ansonsten natürlich nicht, ne? Also wenn ich nicht bis morgen, also in 24 Stunden, nicht 1000 Klicks für dieses Video habe, höre ich sowieso auf mit dem ganzen Käse hier. Muss ich mal dazu sagen, ja, ganz klar. So, bis später, ich sag ciao. Schnitt.